Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer mit dem Sound der Pico 4 nicht ganz zufrieden ist, der sollte jetzt definitiv dranbleiben. Weiter geht's nach dem Intro. Ja Leute, wer unzufrieden ist mit dem Sound der Pico 4, der kann auf diese Teile hier zurückgreifen. Und ja, das sind kleine Erweiterungen, die habe ich von einem Zuschauer geschickt bekommen. Das ist der Daniel und der Daniel hat die auch auf einer Seite veröffentlicht. Das sind ja 3D gedruckte Erweiterungen für die Pico 4. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie die montiert aussehen. So haben wir sie montiert und ja, wenn ich mir die jetzt anziehe, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie die Wirkweise so aussieht. Sehen soll oder ist. Also man hat ja normalerweise hier den Lautsprecher und das ist meistens über dem Ohr, je nachdem wie man die jetzt trägt, was für einen Kopfform man hat und so weiter und so fort. Und wie ihr hier jetzt seht, der Sound wird nach unten geleitet, weil hier der Lautsprecher ist und ja, diese Erweiterung leitet den Sound ein bisschen weiter nach unten und ja, so hat man das dann eigentlich perfekt am Ohr und ich muss sagen, es ist viel besser damit geworden. Ja, der Sound ist irgendwie präsenter und ja, natürlich ersetzt das kein High-End-Kopfhörer, das ist natürlich auch klar. Es geht hier um eine ganz normale Soundverbesserung und ist eine coole Soundmod, finde ich. Und ja, ich zeige euch das noch mal ganz kurz. Hier sieht man den originalen Lautsprecher hier hinten. Und da wird er einfach nur dran geschoben und schon leitet er das von hier nach unten hin zum Ohr. Habt ihr ja auch gerade gesehen. Ja, der Daniel hat hier so ein Kammersystem, wo der Sound dann halt weitergeleitet wird. Hier hat man so einen Klickmechanismus. Das kann ich euch auch mal ganz kurz an der Brille selber zeigen. Ist ja eigentlich relativ einfach. Hier unten ist der Klickmechanismus. Da muss man so ein bisschen hebeln, dann ist der weg und man kriegt das auch eigentlich relativ einfach wieder ab und aber auch wieder drauf. Da braucht man aber meistens beide Hände für. So. Und dann wird dann einfach hier zugeklickt. Fertig. Und ja, der Daniel hat auf einer Seite diese Dinge veröffentlicht. Ich gehe da jetzt mal drauf. Und ja, er hat eine Erweiterung als Gratis-Version. Das ist die S-Version, die kleine Version. Und dann gibt es noch 3 andere, M, L und XL. Und da muss man ausprobieren, was für einen am besten ist. Und ja, das muss man dann wirklich ausprobieren. Ich fand jetzt L ganz gut. Das sind noch S, die sind ein Tick zu klein. Also ich habe das Gefühl, bei L wird er perfekt wirklich zum Ohr geleitet, der Sound. Und hier sind dann auch nochmal die, ja, die 4 Größen zum Kaufen. Ne? Da sind dann ML, XL steht dann hier. Und ja, gut, der S ist ja eh umsonst, den kann man sich herunterladen. Hier erwartet man oder bekommt man nur die 3D-Version, also diese Datei zum Ausdrucken, damit man das am 3D-Drucker halt drucken lassen kann. Und ja, entweder man hat dann selber einen, ich habe selber auch keinen, oder es gibt Services im Internet, wo man wirklich Dateien hinschicken kann, dann werden die ausgedruckt und ja, man bekommt die dann. Oder aber auch in größeren Städten habe ich schon gesehen, dass es auch wirklich Shops gibt mit 3D-Druckern, wo man dann auch ja, mit einer Datei hingehen kann und sagen kann, hier, druckt mir das bitte. Also die Möglichkeit habt ihr jetzt und ich finde 5 Euro nicht zu viel. Der Daniel hat sich hier echt Mühe gemacht und hat meiner Meinung nach echt eine coole Mod hier auf die Beine gestellt und entwickelt und da sind 5 Euro echt nicht zu viel. Und damit kann man wirklich was verbessern, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. Wie gesagt, das ist eine relativ einfache, günstige Mod. Und wenn man jetzt gute Kopfhörer haben will, da kommt bald auch noch ein Test von mir. Da muss man schon ja, locker 100, 150 Euro ausgeben, damit man dann auch einen richtig guten Sound hat, sage ich einfach mal. Ne? Hier haben wir auch noch mal eine Seite. Da kriegt man auch die kleine Version umsonst. Also sind auf 2 Seiten. Hat das Ganze verlinkt, sage ich einfach mal. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit sowieso schon habt, dass ihr 3D-Drucker zu Hause habt und drucken könnt, probiert es aus, definitiv. Und ja, ansonsten fragt wirklich mal im bekannten Freundeskreis. Irgendwer hat meistens einen 3D-Drucker zu Hause. Und ja, dann kann man das da mal drucken lassen und testen. Ihr werdet mit Sicherheit ja, zufrieden sein.
mit der Mod. Ich finde, dass es ja auf jeden Fall besser geworden ist. Das jetzt in irgendeine Prozentzahl oder so zu nennen, ist schwierig. Ist halt, jeder hat ein eigenes Empfinden. Und ja, das können jetzt 100 oder 1000 Leute testen und jeder wird eventuell eine andere Meinung haben. Für den einen ist es vielleicht schlechter als der Originalsound, für den anderen wird es besser sein. Also das muss echt jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es besser. Ich habe die seitdem auch immer dran. Es sei denn, ich habe auch mal die das Modicap Soundkit von der Quest 2 dran, das passt ja auch irgendwie dran, das habe ich auch schon probiert. Damit ist es natürlich besser mit richtigen Kopfhörern, die man dann über den Ohren hat. Aber das ist eine coole Lösung und ja, sollte auf jeden Fall jeder mitnehmen. Auf jeden Fall Dankeschön, Daniel, dafür, dass du dir hier die Mühe gemacht hast und diese Teile entwickelt hast. Finde ich klasse. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal eure Meinung auch unten in die Kommentare postet. Habt ihr das eventuell schon gesehen? Habt das schon getestet? Oder ist das was für euch und ihr sagt jetzt, cool, die brauche ich unbedingt, die werde ich mir jetzt definitiv drucken lassen. Da gerne mal Rückmeldung unter die Kommentare. Und ja, die Seitenlinks packe ich unten in die Beschreibung. Und ja, dann könnt ihr dann mal raufklicken, nachschauen. Und wie gesagt, wenn ihr es mal probiert habt, haben solltet, gerne Rückmeldung. Ich bin echt ja, mega gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, in dem Sinne sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wie immer, Like raus wäre echt nice, um mich zu unterstützen. Ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dass ihr nichts verpasst. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.